Ganz herzlich auf meinem neuen YouTube-Channel Histofokles willkommen heißen, auf dessen ich in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder bestimmte historische, aber auch sehr viel archäologische Themen behandeln werde, vom kleinen Fundobjekt zu bestimmten historischen Quellen und auch wie diese eingeordnet werden können. Und im Rahmen dieser Serie, mit der ich heute anfangen möchte, habe ich mir ganz gezielt bestimmte Szenen aus Computerspielen herausgesucht und möchte die einmal besprechen und dann im Nachgang mit historischen Quellen, teilweise auch Fundobjekten, so ein bisschen anreichern, um einfach auch mal zu zeigen, wie nah Computerspiele an der Realität, wie wir uns heute diese Vergangenheit sozusagen vorstellen, dran sein können, aber in den meisten Fällen, und das fast schon wie jetzt bei dieser heutigen Szene, die ich vorstellen werde aus dem Spiel Assassin's Creed Odyssey, mit einem Schmunzeln sehr, sehr weit und gerade noch in einem wirklich falschen Moment von der Realität, wie wir sie heute rekonstruieren würden, entfernt sind. Mir ist natürlich, wenn ich jetzt so eine Serie jetzt in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder durch kleinere Videos ergänzen werde, vollkommen klar, wir reden über Computerspiele. Aber man muss sich natürlich schon fragen, inwieweit prägen Computerspiele unser heutiges Verständnis von Geschichte und Archäologie, generell von der Vergangenheit, wenn diese Spiele millionenfach gekauft werden und mit Hunderttausenden von Spielstunden gezockt werden. Wie diese Spiele und das Geschichtsbild, was in diesen Spielen vermittelt wird, denn die jeweiligen Spieler auch prägen. Und ich sag mal, am Ende wird fast jeder, der Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, mehr Stunden mit Assassin's Creed Odyssey verbracht haben, als jemals in einem Museum, welches Fundobjekte der Zeitspanne beinhaltet, die in die Zeit von Assassin's Creed Odyssey passen würden. Und da ist natürlich, sage ich mal, ein sehr großer Bruch, wo ich mich im Zuge dieser kleinen Serie schon damit auseinandersetzen möchte, inwieweit wir von der Vergangenheit bei diesen Spielen weg sein können und dran sein können. Und wie ich schon erwähnt habe, heute geht es um eine kleinere Szene aus dem Spiel Assassin's Creed Odyssey. Ich denke, jedem dürfte dieses Spiel ein Begriff sein. Es ist 2018 erschienen. Bis heute wurden Millionen Kopien von diesem Spiel verkauft. Vom ganz groben Rahmen her spielt es zur Zeit des Peloponnesischen Krieges. Man kann die Parteien wechseln, also man kann auf Seiten Athens kämpfen, man kann auf Seiten Spartas kämpfen oder auch so ein bisschen als Freelancer natürlich durch die Landschaft laufen und ganz eigene Ziele verfolgen. Aber ganz generell befinden wir uns in der Zeit des Peloponnesischen Krieges, das ist die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Und das ist der Rahmen, in dem man sich befindet. Dieses Spiel ist auch bereits kurz nach seinem Erscheinen und ich denke auch vielleicht in manchen Presseberichten schon bereits vorher sehr stark von der Presse diskutiert worden, inwieweit dort sich Anleihen wiederfinden, die auf einem ganz guten historischen Fundament stehen oder die man wirklich so annehmen kann, dass sie sehr passend sind für die Vergangenheit oder für das Setting während des Peloponnesischen Krieges, dass man sich für so ein Spiel vorstellen kann. Da sind natürlich die Rekonstruktionen von Tempeln diskutiert worden, dass auch viele Gebäude farbig angemalt sind, was auch so in der römischen Antike noch der Fall gewesen ist. Aber natürlich auch die Statuen, die auf den öffentlichen Plätzen gestanden haben und sowas. Und da gab es schon ein breites Presseecho, sowohl im englischen als auch deutschsprachigen Raum, wo auch ganz gezielt Archäologen interviewt worden sind, inwieweit denn Assassin's Creed nah an der Vergangenheit ist und wie weit es denn doch von der Vergangenheit, wie wir sie uns heute vorstellen, für das Griechenland während des Peloponnesischen Krieges entfernt ist. Hier denn nun mal die Headlines, wie zum Beispiel titelte
die GameStar 2019. Wie realistisch ist Assassin's Creed Odyssey? Das sagt der Archäologe zum virtuellen Griechenland. Oder hier die Frankfurter Allgemeine. Ging es so bei den alten Griechen zu? Mit der Discovery Tour Antikes Griechenland macht Ubisoft das Videospiel Assassin's Creed Odyssey digital zur Museumslandschaft und unterstützt von etlichen Historikern. Und dann gibt es natürlich auch jetzt mittlerweile Archeogamer, also das sind auch Archäologen, die sich teilweise im Blogging oder in Let's Plays und sowas mit Computerspielen auseinandersetzen, die sich auch nochmal sehr intensiv mit diesem Spiel und auch den Rollenbildern und überhaupt dem ganzen Setting auseinandergesetzt haben, wie dort in Assassin's Creed Odyssey das antike Griechenland dargestellt ist. Nun kommen wir auch schon zu der kleinen Spielszene aus Assassin's Creed Odyssey, die ich mitgebracht habe und die ich jetzt einfach mal mit euch ganz Stück für Stück besprechen möchte. Es handelt sich um ein paar Minuten Bildmaterial. Es hat ganz zu Beginn des Spiels eine Art Rückblende, einen Flashback, der von der Schlacht an den Thermopylen handelt. Das ist eine Schlacht aus dem Zweiten Perserkrieg, wo die Perser mit einer gigantischen Übermacht versucht haben, Griechenland erneut zu erobern. Und das ist natürlich alles so ein bisschen verklärend auch. Also die Spartaner haben sich anfänglich mit, ich glaube, knapp 800 oder 1000 Mann dieser Übermacht an dem Engpass der Thermopylen entgegengestellt und haben dann nach den ersten Kämpfen die anderen Truppen zurück nach Hause geschickt und haben sich dann laut Herodot für diesen Opfergang entschieden, mit 300 Spartiaten unter ihrem König Leonidas das persische Heer an den Thermopylen so lange aufzuhalten wie nur möglich und sind dort dann, wenn man Herodot glauben darf, den Heldentod an den Thermopylen gestorben. Das war 480 vor Christus. Und damit startet, wenn man sich die Bildszenen anguckt, auch sehr stark orientiert an dem Film 300, der auf die Comicvorlage von Frank Miller zurückgeht. Aber die Szene, natürlich auch wenn sie auf diesen Film 300 zurückgeht, ist gar nicht so schlecht gemacht. Aber wir werden gleich auf bestimmte Details kommen, die schon sehr, sehr weit weg sind von der Vergangenheit, auch wie man sich den Kampf von Hopliten vorstellt im klassischen Griechenland, wechselnd. Aber was jetzt die Brustpanzer betrifft, die Helme, die Schilde in abgewandelter Form, die werden wir uns dann aber nochmal detaillierter anschauen. Das ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber jetzt bei dem Angriff der Perser, wird die ganze Sache schon deutlich. Die Griechen nehmen beispielsweise keinen richtigen Schildwall ein, so wie man sich das bei einer Phalanx vorstellen würde. Und nun spielt man als Leonidas weiter. Das Spiel beginnt sozusagen. Und dass die ganze Spielszene sozusagen in einem wirklichen chaotischen Setting, ohne dass noch irgendeine Schlachtformation eingehalten worden ist, kann man so sagen, eigentlich ein komplettes Unding, wenn man sich mit antiker Kriegsführung beschäftigt. Und das entbehrt sich jeglicher Grundlage. Denn normalerweise würde man im antiken Griechenland versuchen, so lange wie möglich die Schlachtformation, die Phalanx, den Schildwall zu halten, weil darin die eigentliche Kraft des Hopliten steht. Und es steht, in der Phalanx stehen zu bleiben und diese Phalanx, den Schildwall zu halten, um damit dann den Gegner nach vorne zu drücken, Widerstand zu leisten, ihn mit Speerstichen von oben kommend, nicht aus der unteren Hand oder so wie das im späteren Verlauf des Spiels oft gezeigt wird, das ist, würde ich dann mehr als eine asiatische Kampfesweise mit dem Speer bezeichnen. Und eine Szene, die ich ganz beeindruckend finde, die zeige ich jetzt auch nochmal, die vielleicht keinem im ersten Moment so aufgefallen ist, das ist diese Szene ganz zu Anfang, kurz bevor die Schlacht dann in dem Sinne beginnt, dass man als Spieler in die Schlacht als Leonidas eingreifen kann, ist das die Szene, wo Leonidas kurz bevor er richtig in den Nahkampf geht, seinen Schild, Hoplon oder Aspis im Griechischen bezeichnet, wie eine, ich sag jetzt mal wie scherzhaft, wie eine Frisbee gegen einen Perser wirft, der natürlich dann auch tot zu Boden fällt.
Und als ich diese Szene das erste Mal gesehen habe, musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil in dieser Szene ist so viel, ja, oder wie soll ich das am besten beschreiben, wenn wir jetzt hier einen antiken Griechen neben mir sitzen hätte der mit Schaudern und Unbehagen diese Szene mit angesehen, dass gerade der König Leonidas von Sparta seinen Schild wegwirft, was ein für antike Verhältnisse ein komplettes Unding gewesen ist, dass ein Krieger seinen Schild wegwirft. Und darauf möchte ich jetzt in den kommenden Minuten nochmal ein bisschen eingehen. Und um das besser zu verdeutlichen, habe ich mal ein paar Bilder von einem Hoplitenschild und einer Rekonstruktion mitgebracht. Dabei handelt es sich um einen Hoplitenschild, der in Italien gefunden worden ist, in einem etruskischen Grab. Das datiert denn so, ich denke, ins 5., 4. Jahrhundert vor Christus. Ist heute in den Vatikanischen Museen ausgestellt und ist besonders auf Basis der Materialerhaltung ein außerordentlicher Fund, weil sich neben dem kompletten Bronzeteil des Schildes, welcher die eine Hälfte des Holzkörpers umgeben hat, auch noch die größere Teile des organischen Materials wie der Holzkorpus innerhalb der Metallschale erhalten haben. Und das ist ein sehr guter Fund, wenn man sich mal damit auseinandersetzen möchte, wie Hoplitenschilde eigentlich aufgebaut gewesen sind. Wir reden von einer Holzplankenkonstruktion, die miteinander verleimt gewesen ist und dann wahrscheinlich nochmal mit Leinen überzogen worden ist oder auf der Innenseite nochmal mit einer Lederhaut. Außen, da gibt es auch einen sehr schönen Fund aus Berlin. Da konnten noch Rückstände sichergestellt werden, wo man Papyrus auf die Außenseite angebracht hat, damit keine Hohlstellen zwischen der Bronzeverkleidung und der Holzverkleidung sind. Diese Hoplitenschilde, denn auch in dieser gewölbten Form mit den zwei Griffen, wie unten rechts bei der Rekonstruktion zu sehen ist. Das heißt, man greift mit dem Arm durch diese bronzene Schnalle durch und hält dann an der Kordel den Schild. Die hatten ungefähr einen Durchmesser von 80 cm bis ungefähr 100 cm und wogen 4,5 bis 7 Kilogramm. Also es gab diese Schilder auch komplett nur aus Holz, denn zum Teil war das Emblem, was auf dem Schild angebracht war, nur aus Bronze. Dann konnte einerseits der Rand mit Bronze verkleidet sein, aber das Zentrum des Schildes aus Holz war nicht aus Bronze. Und da gab es ganz viele Bauweisen, die diesen Hoplitenschild betreffen. Aber am Ende gab es meines Erachtens diese Komplettmetallverkleidung vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das heute vorstellen, weil so oft hat man sie auch nicht in Grabkontexten gefunden. Sei natürlich immer so ein bisschen dahingestellt, inwieweit spiegelt der Grabkontext jetzt auch immer das wahre Leben wider, weil am Ende entscheiden ja der gesellschaftliche Status oder auch die Familienangehörigen, was ins Grab hineinkommt. Aber so viel nun mal so zum Hoplitenschild. Ich sage es nochmal, 4,5 bis 7 Kilogramm, das wäre jetzt schon, wenn man das jetzt so witzig ausdrücken möchte, schon ein bisschen schwierig, so ein Schild als eine Art Frisbee übers Schlachtfeld zu werfen. Aber mir geht es da vor allem eigentlich mehr um nicht darum, dass das natürlich physisch gar nicht möglich wäre. Am Ende reden wir da von einem Computerspiel. Es geht mir da allein um den Umstand, dass der Schild weggeworfen wird, was in der Antike überhaupt keine angesehene Sache war. Und man nannte diese Leute auch sogar als Beleidigung Rips Aspis, den Schildwegwerfern. Und das gerade natürlich in dieser Spielszene von Assassin's Creed Odyssey, Leonidas, der König von Sparta, seinen Schild wegwirft, brachte mich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, schon sehr zum Schmunzeln. Hier mal eine Rekonstruktion von Peter Connolly, wie der sich den Hoplitenkampf in der Formation vorgestellt hat. Ein dichter Schildwall, alle stehen eng an eng und auch natürlich ganz, ganz wichtig in solch einer Phalanx, wie wir sie vom klassischen Griechenland hatten, bis in die Spätantike. Keiner verlässt seine Stellung.
Also keiner rennt nach vorne, weil er denkt, er kann dann irgendwie einen Perser besser zu Leibe rücken. Alle bleiben da, wo sie sind und befolgen die Befehle und bleiben am Ende in diesem festen Block der Phalanx stehen, bis sie andere Anweisungen bekommen oder bis die andere Gruppe bei diesem Gedrücke, wenn die Schilde aufeinanderschlagen, drückten beide Blöcke immer sehr, sehr stark gegeneinander, um auch irgendwie so viel Gewalt auszuüben oder Kraft auszuüben, dass vielleicht der andere Block nachgibt. Dann natürlich mit dem Hauen und Stechen, mit Schwert und Speer noch dazu, dass jeder dort stehen blieb, wo er seinen Platz hatte. Und das sorgte natürlich aber auch für einen psychologischen Effekt, dass in so einem Ineinanderlaufen, wie wir das bei Assassin's Creed Odyssey gesehen haben, es eine viel zu starke psychische Belastung gewesen wäre für jeden Krieger und auch bis heute für jeden Menschen, würde ich so behaupten, dass man nur in der Phalanx weiß, hinter einem, rechts und links von einem stehen die eigenen Kameraden und von vorne kommt der Gegner auf mich zugerannt. Das heißt, ich muss mich nicht um rechts und links und auch nicht hinter mich um die Lage kümmern. Ich kann mich rein nach vorne konzentrieren und ich weiß, ich bin zu den anderen drei Seiten sicher. Und das ist ein Grund, warum man eine lange Zeit diese Phalanx beibehalten hat, auch bis in die römische Armee hinein, bis in die Spätantike. Einfach, weil man mit dieser Formation nicht es so stark darauf ankommen ließ. Natürlich waren die Leute trainiert, die hatten auch eine kämpferische Ausbildung, aber mit dieser Formation war es halt auch möglich, unerfahrene Soldaten in kriegerische Auseinandersetzungen mit einzubinden, weil man erstmal nur da stehen musste mit seinem Schild und die Stellung halten musste. Nun ist diese Art von Stellung natürlich nur möglich, wenn man seinen Schild hat. Und das führt zu dem Punkt, dass diese Formation nicht mehr möglich ist, wenn man seinen Schild wegwirft, was in der Antike, wie ich bereits sagte, eine schändliche Straftat darstellte, besonders im antiken Sparta, aber auch in den anderen Stadtstaaten in Griechenland. Weil mit dem Wegwerfen des Schildes sozusagen die Schildformation aufgab, somit auch seine Leute rechts und links und hinter einem dann dem Feind preisgab und damit diese strikt einzuhaltende Schildformation, die zum Gelingen der Schlacht vonnöten war, einfach einem möglichen Verlust oder dem Gegner preisgab. Das ist einer der Punkte, warum gerade das Wegwerfen des Schildes, weil er so stark benötigt wird für das Einhalten der Phalanx, solch eine Art Schandtat im klassischen Griechenland, aber auch noch darüber hinaus darstellte. Denn diese Art von Wegwerfen der Waffen anhand des Schildes auch als Schimpfwort verwendet worden ist für einen Feigling namens Rips Aspis. Hier noch einmal eine sehr schöne Darstellung von der Shigi-Vase. Das ist ein Fund aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und zeigt nochmal sehr, sehr deutlich, wie sich ein zeitgenössischer Vasenmaler solche Hoplitenheere auch im Formationskampf vorgestellt hat. Also hier sehen wir auch nochmal ganz schön deutlich, wie die Hopliten eng gedrückt aneinander in ihrer Schildformation, soweit es sich visuell auf solch einer Vasenmalerei darstellen lässt, gegeneinander vorrücken und dann auch mit ihren Speeren oberhalb des Kopfes auf den Gegner denn herunterstechen oder diesen auf den Gegner ausgerichtet haben. Wer eine vage Vorstellung davon haben möchte, wie eine Phalanx funktioniert haben könnte oder sollte, dem kann ich nur empfehlen, sich noch einmal, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, aber wenn nicht, dann müsst ihr das dringend nachholen, euch den Film Alexander anzuschauen. Der ist 2004 erschienen und produziert worden von Oliver Stone. In der Hauptrolle war Colin Farrell als Alexander. Und in dieser Schlacht wird für mich bis heute, ist natürlich jetzt nicht mehr das klassische Griechenland im eigentlichen Sinne, das ist dann schon in der makedonischen Zeit, weil es wird die Schlacht von Gaugamela dargestellt, die sich im Jahr 331 vor Christus ereignet hat. Da hat Alexander der Große den Großkönig des Perserreiches, Darius, vernichtend geschlagen. Aber dieser Film zeigt für mich bis heute auf beeindruckende Art und Weise, und ich würde auch sagen, es ist eine der besten Schlachtendarstellungen in der Hollywood-Geschichte, wie man sich eine Phalanx vorzustellen hat, auch wenn es jetzt nicht mehr so viel mit dem klassischen Griechenland zu tun hat. Die Kampfweise ist immer noch dieselbe, nur davon abgesehen, dass natürlich die makedonische Phalanx von ihrer ganzen Struktur her eine Reform
der klassischen Hoplitenphalanx darstellt und die Makedonen mit viel, viel längeren Speeren, genannt Sarissen, angreifen. Kommen wir jetzt aber nun mal zu ganz bestimmten historischen Quellen, die ich rausgesucht habe, die einfach nochmal verdeutlichen sollen, wie heikel der Verlust des Schildes in der Antike für den Zeitgenossen gewesen sein mag. Und da haben wir einmal eine eher lapsige Formulierung von Archilochos, ist leider nur in einem Fragment überliefert, der wohl die Erfahrungen, die er jetzt hier wiedergibt oder wo er seinen Schild verloren hat, im Lelantischen Krieg, der so ungefähr, man weiß es gar nicht genau, zwischen 710 und 650 vor Christus stattgefunden hat, wiedergibt. Und da schreibt er: Mit dem Schild protzt jetzt ein Sajer, also das ist der Gegner, der seinen Schild wahrscheinlich jetzt in Händen hält, den ich bei einem Gebüsch eine tadellose Wehr zurückließ und wollt es doch nicht. Ich selbst aber hab mich herausgerettet. Was schert jener Schild mich? Fahre er hin. Von neuem werde ich mir einen erwerben, der nicht schlechter ist. Jetzt würde man natürlich eigentlich meinen, dass diese Art von Beschreibung jetzt eher diesen Sachverhalt des Verlustes des Schildes eher etwas lapsig betrachtet. Doch zum einen gesteht er, dass er sein Schild natürlich verloren hat und er redet auch nicht über die anderen Waffen, er redet explizit nur vom Schild. Versucht das dann irgendwie, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so sagen, aber vielleicht durch ein bisschen Coolness zu überspielen, dass es jetzt keine so tolle Geschichte war, dass Weite gesucht hat, seine Kameraden auf dem Schlachtfeld zurückgelassen hat, während er die Waffen von sich geworfen hat und hat die Beine in die Hand genommen. Dass dieses Gedicht von ihm nicht so ganz gut angekommen ist in manchen Bereichen, das überliefert uns dann aber mit sehr, sehr weitem Abstand der Plutarch in seinen Moralia. Das sind so Sprichwörter, die er zusammengesammelt hat und auch eine eigene Sprichwortsammlung oder Anekdotensammlung über die Spartaner. Aber Plutarch lebte denn schon im ersten Jahrhundert vor Christus, hat sozusagen nicht mehr so viel mit dem klassischen Griechenland gemein, außer dass er natürlich viele Sachen aus dieser Zeit auch für den Bildungsgrad seiner Leserschaft nochmal aufgreift, die aufbereitet, zusammenstellt und solche Sachen. Und da erinnert er an die folgende Geschichte oder Anekdote, dass als Archilochos, von dem ich gerade das Gedicht vorgelesen habe, und da berichtet er über die Ankunft des Archilochos in Sparta folgendes. Als Archilochos, der Dichter, in Sparta ankam, befahlen sie ihm, auf der Stelle abzureisen, weil sie erfuhren, dass er in seinen Versen geschrieben hatte, es sei besser, seine Waffen wegzuwerfen, als getötet zu werden. Und da sieht man schon im Widerspruch zu der Textstelle von Archilochos, dass man in anderen Gebieten Griechenlands, Sparta ist natürlich jetzt ein Härtefall, da brauchen wir nicht drüber zu reden, die Sachen ganz anders gesehen hat. Dann haben wir noch eine Textstelle bei Isokrates, die auch nochmal die spartanische Sichtweise wiedergibt. Und da schreibt er das wie folgt: Die Spartaner, die nicht bereit sind, ihr Leben für ihre Könige im Kampf zu opfern, werden mit noch größerer Schande bedacht als Männer, die ihre Posten verlassen und ihre Schilde weggeworfen haben. Das verdeutlicht auch nochmal so ganz schön den Sachverhalt, wie man in Sparta mit dieser Thematik, wenn man sein Schild weggeworfen hat, umgegangen ist. Natürlich nochmal jetzt vor dem ganzen Hintergrund, dass wir hier über das Assassin's Creed Odyssey Computerspiel reden, dass gerade da König Leonidas von Sparta seinen Schild in dem Spiel wegwirft. Wobei, wie ich am Ende dann nochmal sagen werde, ist es vielleicht in dem Spiel auch gar nicht so schlimm, wenn man seinen Schild verliert, aber man bis zum Ende trotzdem weitergekämpft hat. Dafür gibt es auch antike Quellentexte, die da ganz gut herausstellen, dass es zwar immer noch kein großes Kino ist, sein Schild während der Schlacht zu verlieren, aber wenn man denn trotzdem dabei bleibt und weiterkämpft, kommt man, sage ich mal, nicht in die Spartanerhölle, wenn man das so sagen möchte. Wenn man nicht vielleicht auch sogar schon sagt, dass es in Sparta zu leben so eh schon so entbehrungsreich ist, dass es vielleicht schon mit der Hölle vergleichbar ist. Dann haben wir noch eine ganz bekannte Textstelle, die, denke ich, auch vielleicht die meisten schon mal gehört haben sollten. Dabei handelt es sich auch um eine Textstelle aus dem Werk von Plutarch,
aus den sogenannten Sprichwörtern spartanischer Frauen. Und da hat er folgendes Zitat oder folgende Phrase überliefert. Im Rahmen dieser kleinen Anekdote oder Geschichte, die Plutarch übermittelt, geht es darum, dass eine Mutter aus Sparta ihrem Sohn einen Schild überreicht. Und dazu hat Plutarch folgenden Satz überliefert. Eine andere, gemeint ist eine spartanische Mutter, als sie ihrem Sohn seinen Schild reichte, ermahnte sie ihn und sagte, entweder mit diesem oder auf ihm. Und das impliziert natürlich, dass der spartanische Sohn, der in den Krieg zieht, am Ende mit seinem Schild zurückkehren soll oder auf ihm, aber nicht ohne ihn. Und das verdeutlicht natürlich auch nochmal, worüber man ja teilweise auch schon oder manchmal sogar in sehr größerem Maße im antiken Griechenland oder auch in anderen Zeitepochen sehr drüber geschmunzelt hat, dieser spartanische Kriegerethos, der am Ende ja einfach das ist, wofür Sparta auch bis heute bekannt geblieben ist, berühmt gewesen ist und natürlich auch bei vielen Armeen oder Stadtstaaten in Griechenland, die direkt mit Sparta zu tun hatten, sehr viel Furcht ausgelöst hat. Doch es gibt auch Beispiele des Schildverlustes und auch, dass dieser Schildverlust immer noch auch nach Sparta negativen Blick behaftet war. Es gibt auch Beispiele dafür, dass der Verlust eines Schildes noch in römischer Zeit ebenfalls natürlich auch vor allem, denke ich, vor dem Bildungshintergrund bestimmter Leute, die dann auch noch dieses ganze klassische Griechenland im Hinterkopf hatten, ebenfalls negativ behaftet gewesen ist. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, der Dichter Horaz an der 42 vor Christus stattgefundenen Schlacht von Philippi beteiligt, wo die Triumvirin Marcus Antonius und Octavian, der spätere Kaiser Augustus, in zwei aufeinanderfolgenden Treffen gegen die Mörder von Gaius Julius Caesar kämpften, Brutus und Cassius. Die waren sozusagen der Kern des Verschwörerkreises, die an den Iden des März Gaius Julius Caesar, den Adoptivvater von Octavian, bestialisch ermordet haben in dieser berühmten Senatssitzung. Und im Rahmen dieser Schlacht, hier sieht man auch noch mal sehr schön ein Gemälde, welches den Tod von Cassius und Brutus zeigt in der Schlacht von Philippi, denn natürlich auch dass die Verräter endlich gestellt worden sind, die für diesen heimtückischen Mord an den Iden des März verantwortlich gewesen sind. Da schreibt Horaz auch wieder so eine ähnliche Stelle wie bei Achilleus, dass er seinen Schild verloren hat während der Schlacht von Philippi und sich dafür sehr schämt. Und da ist in seinem Gedicht Folgendes zu lesen: Du hast Philippis Tag und die rasche Flucht mit mir erlebt, der ruhmlos den Schild verlor, als Mannesmut zerbrach und unsere Helden so tapfer den Boden küssten. Also man muss das natürlich auch so in dem ganzen Kontext sehen, wie Horaz den Krieg beschreibt. Es gibt ja auch diesen ganz bekannten Ausspruch von ihm, dass es süß und ehrenvoll ist, für das Vaterland zu sterben. Wenn man sich denn mit seiner Flucht hier beschäftigt, die ihn veranlasst hat, denn das Schlachtfeld zu verlassen und seine dortigen Kameraden zurückzulassen und dann am Ende natürlich, was man aus antiker Sichtweise gar nicht tun sollte, aber es ist natürlich einfacher zu fliehen, wenn man sein Schild zurücklässt, auch bei Philippi seinen Schild zurückgelassen hat. Und dabei handelte es sich sogar, wenn man hier in den Originaltext reinguckt, um eine Parma, also einen kleinen Rundschild, der auch für ihn eine Art Standesinsignie darstellte. Das heißt, er hat auch sogar seine Standeszeichen auf dem Schlachtfeld der verlorenen Schlacht von Philippi zurückgelassen, was natürlich noch eine größere ruhmlose Tat darstellt, auch aus seiner Perspektive, als dies ohnehin schon der Fall gewesen wäre. Dann kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Und da sind wir jetzt schon viel, viel weiter von der klassischen Antike oder vom klassischen Griechenland entfernt, so wie wir es heute bezeichnen würden. Da geht es um den berühmten Perserfeldzug von Kaiser Julian. Das heißt, wir sind schon
in der tiefsten Spätantike angekommen, wo Kaiser Julian 363 einen Feldzug in das Sassanidenreich führte. Das sind so die Nachfolger des Perserreiches. Es kamen die Achämeniden, das waren die, die sozusagen an den Thermopylen und gegen die griechischen Stadtstaaten gekämpft hatten, aber auch noch gegen Alexander den Großen. Danach folgen dann natürlich die Diadochen, die Nachfolger Alexanders, seine Generäle. Dann kommen die Parther, die Rom über sehr lange Zeit Probleme bereiten werden. Und nach den Parthern kommen dann im 3. Jahrhundert nach Christus die Sassaniden, die ein viel größeres militärisches Potenzial entfalten, als das die vorigen persischen Großreiche auf die Beine gestellt haben und eine existenzielle Bedrohung für das Römische Reich und besonders dem wirtschaftlich reichen Ostteil des Römischen Reiches darstellen. Und diesem Sassanidenreich zieht Julian wie viele seiner Vorgänger entgegen, startet seinen Feldzug eigentlich gar nicht mal unter so schlechten Vorzeichen. Doch als er denn sich, man kann fast schon sagen, dadurch, dass das Sassanidenreich durcharbeitet, denn auch Richtung Hauptstadt Ktesiphon marschiert, und das ist natürlich eines der großen Operationsziele, diese Hauptstadt zu erobern, gibt es aber logistische Engpässe, die ganze Kommunikation auf dem Feldzug, auch alleine, dass man natürlich entlang des Euphrat, der Wasserwege marschiert, bereitet Kaiser Julian große Probleme. Auch die Verluste sind so hoch, weswegen er sich dann ab einem gewissen Punkt entscheidet, diesen Feldzug in andere Bahnen zu leiten, von der normalen Planung abweicht. Und da kommt es zu einem dramatischen, ja, man kann nicht sagen Unfall, ja doch, vielleicht schon Unfall, oder zu einem dramatischen Ereignis, besser gesagt, nämlich in diesem Jahr 363, während des Perserfeldzuges, also mitten, wo sich die römische Armee im Feindesland befindet, gerät die Vorhut der römischen Armee in Bedrängnis durch einen sassanidischen Angriff. Und Kaiser Julian möchte diesen Angriff abwehren. Und das ist wohl auch eine sehr bremsige Situation. Es ist bei Ammianus Marcellinus sehr, sehr verwirrend geschrieben, was da eigentlich passiert. Und Kaiser Julian schwingt sich auf sein Pferd, wird noch zurückgehalten, weil er sich nicht die Zeit nimmt, seine Rüstung anzulegen, sondern er hat nur Schild, Speer und wahrscheinlich Schwert dabei, reitet ins Gefecht und wird während eines Angriffes tödlich verwundet. Das ist natürlich gerade für den Autor, der uns diese Geschichte überliefert hat, Ammianus Marcellinus, einer der schwersten Momente seiner gesamten römischen Geschichte, weil Ammianus Marcellinus ein sehr großer Befürworter und man kann eigentlich fast schon sagen Verehrer Kaiser Julians gewesen ist. Und deswegen wird das in epischer Brandbreite bei Ammianus Marcellinus geschildert. Und Ammianus Marcellinus bedient sich dabei auch dem Topos, nochmal diese ganze lange Geschichte, oder auch kann man fast schon sagen, so Rückblende in die Erinnerung seiner Leserschaft zu rufen, was es mit dem Verlust des Schildes in der Antike auf sich hat. Und natürlich gerade für einen Kaiser wie Julian, der so hoch gebildet war und auch sehr den alten Schriftstellern und auch dem klassischen Griechenland und der Philosophie in diesen Bereichen halt zugeneigt war, das noch einmal abzurufen, im Rahmen dieser Geschichte, von der wir ja natürlich überhaupt gar nicht wissen, ob sie so stattgefunden hat, dass Julian dort auch des Öfteren, als er dann in sein Zelt getragen worden ist, schon auf dem Weg, als ihn seine Freunde ins Zelt trugen, gefragt hat, ob er denn sein Schild dabei habe. Und dann auch ganz bekannt natürlich diese Szene, als dann Kaiser Julian stirbt, durch Ammianus Marcellinus überliefert, der wahrscheinlich gar nicht in diesem Zelt dabei stand oder vielleicht auch nicht die ganze Zeit oder diese Geschichte vom Hörensagen mitbekommen hat. Denn den Tod Kaiser Julians in einer Art überhöhten Geschichte widerspiegelt vor dem Hintergrund dieses griechischen Ideals, dass man seinen Schild nicht in der Schlacht verlieren sollte. Und da schreibt oder überliefert Ammianus Marcellinus folgende Geschichte: Ihn, er meint Kaiser Julian, besäte dieselbe Kraft freilich in einer unähnlichen Lage wie Epaminondas, dem bekannten Heerführer,
der bei Mantinea tödlich verwundet, aus dem Kampf nach hinten gebracht wurde und voll unruhiger Sorge nach seinem Schild fragte. Als er diesen in der Nähe erblickte, starb er frohen Mutes an seiner Wunde. Er, der unerschrocken den Geist aufgab, fürchtete den Verlust des Schildes. Und das ist einfach nochmal eine ganz ausgezeichnete Quelle, bei der man wirklich auch diese lange Tragweite aus dem klassischen Griechenland bis in die Spätantike sehr schön sehen kann, was der antike Mensch ab einem bestimmten Bildungsgrad oder ab einer bestimmten Beschäftigung oder auch natürlich, wenn man in der Antike in einer Armee oder einem Heer gedient hat, mit dem Verlust des Schildes verbunden hat. Und in diesem Kontext, was Ammianus Marcellinus hier ganz gut beschreibt, ist es, finde ich, für mich auch ein ganz starker Punkt, dass er hier wirklich einen Rückbezug auf das antike Griechenland nimmt, denn er beschreibt, er erwähnt hier die Schlacht von Mantinea, in der der griechische Feldherr Apamenides tödlich verwundet wurde, die Schlacht aber gewonnen hat. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass wir generell einfach nochmal ziertes Fallbeispiel reingehen und uns das nochmal vergegenwärtigen, auch vor dem Hintergrund, warum Ammianus Marcellinus hier natürlich den berühmten griechischen Feldherr Apamenides heranzieht. Und der Epaminondas ist eigentlich berühmt geworden durch die Schlacht von Leuktra, die am 5. August 371 stattgefunden hat. Es war eine Schlacht im Rahmen des Thebanischen Krieges, also Sparta gegen Theben, und es gab da auch noch einzelne Verbündete, die sich an diesem Krieg beteiligt haben. Und diese Schlacht war ein triumphaler Sieg von Epaminondas. Auf der Gegenseite stand der spartanische König Kleombrotos I. Und wir werden jetzt im Folgenden mal diese Schlacht so ein bisschen durchgehen, weil da sieht man auch sehr, sehr gut, auch vor dem Hinblick, wenn wir über den Verlust des Schildes reden, wie das wahrscheinlich auch in einer bestimmten Schlacht denn eine Rolle eingenommen hat. Und diese folgende Schlacht habe ich mal versucht, ein bisschen zu animieren auf Basis der Publikationen, die es heutzutage von dieser Schlacht gibt. Also man hat sich ja über die letzten fast 200 Jahre intensiv auch wissenschaftlich mit dieser Schlacht von Leuktra, weil sie halt auch einen Endpunkt der Vorherrschaft Spartas auf der Peloponnes darstellt, durch den Verlust dieser Feldschlacht, was davor nie jemand für möglich gehalten hätte. Zu verorten ist diese Schlacht nicht schlecht, weil wir haben direkt auf dem Schlachtfeld noch Fragmente eines Tropaion gehabt, auf das ich aber gleich nochmal nach der Schlachtbeschreibung etwas näher eingehen werde. Und dieses Tropaion ist aus der Perspektive wichtig, einfach weil wir anhand dieses Tropaions sehr genau das Schlachtfeld verorten können. Das ist natürlich für antike Schlachten auch nicht immer einfach, dass man ganz genau weiß, wo nun sich das Schlachtfeld befunden hat. Deswegen können wir in diesem Fall ganz sicher sein, dass sich in diesem geografischen Areal diese ganze Schlacht abgespielt hat. Die Schlacht fing an, dass erstmal die Infanterie und natürlich auch die Reiter in Stellung gegangen sind. Und es gab wohl gleich zu Anfang der Schlacht ein Reitergefecht auf dem rechten Flügel von den thebanischen Truppen ausgesehen, wo die spartanische Kavallerie, die nicht wirklich stark war, die Spartaner waren eher auf ihr Feldherr konzentriert oder auf dem Rücken der Spartiaten, auf der Infanterie lag halt auch die ganze Wucht des Angriffes und da spielte die Reiterei für die Spartaner eher eine sekundäre Rolle. In diesem Zusammenhang wurde die spartanische Reiterei gleich zu Anfang aufgerieben und in die Flucht geschlagen. Und das war natürlich schon der erste Punkt, wo man so ein bisschen sich ahnen konnte, dass die Sache nicht so wirklich gut lief. Im Rahmen dieses Kavalleriegefechtes, was sich wahrscheinlich dann schon dem Ende neigte, gingen dann auch die Infanterieblöcke aufeinander zu, dicht gestellt in einer Phalanx. Und Epaminondas ganz schön unterlegen war, seine Truppen maßen insgesamt 7000 Mann mit hinzugezählt bereits schon 1000 Reiter und die Spartiaten hatten 11.000 Mann, wovon 1000 Reiter waren. Also das muss man dann auch nochmal auf die Waage stellen, dass da schon natürlich einiges an Mut dazu gehört, einer überlegenden spartanischen Armee
gegenüberzutreten, wohingegen sonst die Spartaner oftmals unterlegen waren. Und hier sind sie überlegen und verlieren am Ende die Schlacht, was natürlich den Spartanern, für die Spartaner schon gewissermaßen einen Schock dargestellt haben dürfte oder auch aus einer gewissen Überheblichkeit heraus niemals für möglich gehalten worden wäre. Epaminondas, streitet man sich zum Teil heute auch darüber, bediente sich während der Schlacht von Leuktra einer schiefen Schlachtordnung. Das bedeutet, dass im Rahmen dieser schief aufgestellten Schlachtordnung, wie ihr hier auch in dieser Animation sehen könnt, ein Treffen der feindlichen Linien nicht zeitgleich auf der gesamten Linie stattfand, sondern immer Punkt für Punkt, je nachdem, wann welcher Block bei den Spartiaten dann halt antraf von der thebanischen Armee. Da war denn dieser wichtige Knackpunkt, denke ich, woran denn die Schlacht bei Leuktra auf der spartanischen Seite scheiterte, weil diese straff organisierten Blöcke aus spartanischen Hopliten denn so ein bisschen die Orientierung verlor, nicht die Kampfesweise anwenden konnte, die normalerweise in einer geschlossenen Linie stattgefunden hätte, was ich zu Eingangs dieses Videos erwähnt hatte. Und ein weiterer Punkt dessen war auch noch halt, dass Epaminondas den ganzen restlichen Flügel nicht so tief mit Truppen gestaffelt hatte, aber den linken Flügel aus seiner Sicht heraus mit 50 Mann tief gestaffelt, und dazu gehörte auch die heilige Schar oder die heilige Bande, eine Elitetruppe, die da den rechten Flügel der Spartiaten eindrückte und dann auch diese ganze Schlachtlinie einfach ein bisschen aus dem Einklang brachte, weswegen man es, denke ich, aus der thebanischen Perspektive viel einfacher hatte, die Spartiaten einzudrücken, da sie bereits in Unordnung verfallen waren. Abgesehen davon, dass die komplette Auslöschung oder das Aufreiten der spartanischen Kavallerie auch nicht zu einem guten Gefühl beigetragen hatte bei den Spartiaten. In diesem Zusammenhang setzte denn die spartanische Kavallerie zur Flucht an, womit natürlich das Rückfeld der Spartiaten schon nicht mehr wirklich gewährleistet oder gesichert war. In diesem Zusammenhang setzten denn die Thebaner weiter nach vorne, bis die spartanischen Reihen so stark in Auflösung begriffen waren, dass man nicht mehr von einer geschlossenen Phalanx sprechen konnte, die Reihen wirklich aufgebrochen worden sind von den thebanischen Hopliten und die Spartaner, also es muss, denke ich, aus der Sicht der Soldaten oder der Hopliten aus Theben ein unvorstellbarer Anblick gewesen sein, die Spartiaten den Rückzug antraten, in heilloser Flucht, nicht geordnet, und zu ihrem Feldlager rannten, um da vielleicht noch Hab und Gut zu retten, die Zelte abzubrechen und wieder an eine Stelle zu kommen, wo man sich sammeln konnte oder dann wohl auch erst dann wieder in Sparta. Die thebanischen Truppen setzten den Spartanern nach. Vielleicht kam es noch am Feldlager der Spartaner zu kleineren Kampfhandlungen, weil vielleicht manche höherrangige Spartaner noch versuchten, wieder neue Linien oder eine neue Phalanx aufzubauen, um die Thebaner zu stoppen. Und in diesem Auflösungsprozess der spartanischen Armee ist dann auch der spartanische Heerführer oder der König von Sparta, der Kleombrotos, der Erste, gefallen, was natürlich dann die Auflösungserscheinung der spartanischen Armee, wenn man keinen Überkommandierenden machte, dann halt final festsetzte. Das heißt, man kann natürlich solche größeren Menschenmassen, die sich in Bewegung setzen, dann nicht mehr einfangen. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer schon mal bei der Eröffnung eines Buffets dabei war. Sobald das Buffet eröffnet ist, rennen halt alle los. Da fängt man keinen mehr ein. Sehr spannend finde ich in diesem Kontext, auch wenn wir über den Verlust des Schildes reden, bei der Schlacht von Leuktra, dass die Spartaner, die dann die Flucht antraten und das Weite suchten und dann ihr Leben retten wollten, auf jeden Fall eine Unmenge an Schilden verloren haben dürften, was wir ja bereits denn von Isokrates erfahren haben, bei Sparta schon eine nicht gern gesehene Sache war und auch unter Strafe stand, in einer Kampfauseinandersetzung den Schild zu verlieren, weil man damit ja am Ende auch die gegenüberliegenden Kameraden den Gegner preisgibt. Und da finde ich das sehr, sehr schön bei diesem Tropaion. Man muss sich über dem Steinsockel noch andrapierte Waffen, wahrscheinlich halt eine Statue aus Stein oder vielleicht sogar auch einen Holzstamm mit realen Waffen vorstellen, wo dann
auf diesem Steinsockel die drapierten oder erbeuteten Waffen während der Schlacht von Leuktra dran drapiert gewesen sind. Und auf dem ersten Abschnitt oberhalb des Sockels findet sich eine seicht angewinkelte Reihe von Hoplitenschilden, die ich sehr bemerkenswert finde, weil es werden sonst in den Fries, also in dem Fries oder in den anderen Architekturelementen, werden keinerlei Waffen gezeigt. Die einzigen Waffen, die hier gezeigt werden, sind die Verteidigungswaffen in Art eines Hoplitenschildes, was meines Erachtens auch noch einmal die Besonderheit ganz deutlich macht, dass wir es hier auch wieder bei diesem Denkmal um diesen denkwürdigen Tag von Leuktra zu tun haben, wo eine Unmenge Schilde verloren worden sind halt. Ganz besonders natürlich auf der spartanischen Seite, wo die Leute dann halt ihr Heil in der Flucht gesucht haben. Und da haben natürlich die Thebaner, die dieses Siegesmonument oder dieses Erinnerungsmonument an die Schlacht von Leuktra errichtet haben, schon, denke ich, darauf hingezielt mit diesem Band von Hoplitenschilden, das oben entlang läuft, dass sie da natürlich auch das mit eingebaut haben, weil es sich da um dieses zeitgenössische Phänomen des Verlustes des Schildes gehandelt hat und dass halt einfach eine Unmenge von Schilden nach der Schlacht da herumlagen, und das von der spartanischen Seite. Hier noch einmal in der Nahansicht dieses Tropaion, also dieses Siegesdenkmal, was wahrscheinlich an der Stelle errichtet worden ist, wo auch die größten Verluste während der Schlacht stattgefunden haben. Das ist in antiker Tradition so, dass diese Tropaier an den Wendepunkten der Schlacht, und das ist meistens der Punkt, wo die meisten Verluste entstehen, aufgerichtet werden, weil da auch das meiste Material und dann die meisten Toten zu beklagen waren. Dieses Tropaion ist nicht in dem schönen Zustand, wie ihr das gerade auf den Bildern davor gesehen habt, auf uns gekommen. Es wurde erst, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren wieder instand gesetzt. Vorher lagen da halt diese Fragmente, wie das auch hier zu sehen ist, bei diesem Hoplitenschild. Und hier nochmal gegenübergestellt ein Hoplitenschild in der Rekonstruktion und dann, wie er da auf dem Tropaion dargestellt ist, finde ich ein ganz schönes, außerordentliches Zeugnis, wenn wir das im Kontext dieser Schlacht betrachten und dann auch für den Verlust des Schildes. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch einmal auf einen anderen YouTube-Channel aufmachen von einem guten Kumpel von mir, dem Michael Zajadke. Der Michael Zajadke hat eine Unmenge an kleineren und größeren Videos vor allem aufgenommen, die sich mit den Kriegen und Feldzügen im antiken Griechenland beschäftigen. Und es gibt auch eine Folge, die sich mit dem Thebanischen Krieg zwischen Sparta und Theben beschäftigt und auch der Schlacht von Leuktra. Und ich würde euch die unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr nochmal den gesamten Kontext der Schlacht von Leuktra nachhören und sehen wollt. Im Rahmen dieses Channels werden wir aber auch nochmal gezielt auf die Schlacht von Leuktra eingehen, weil ich nochmal da gerne den gesamten Schlachtverlauf anhand der antiken Quellen beschreiben würde. Ammianus Marcellinus, der uns ja den Tod von Kaiser Julian geschildert hat und dabei das mit dem Tod des Epaminondas verwoben hat oder das in eine historische Linie sozusagen gesetzt hat, dass Julian dem antiken Griechenland mit seinem Kriegerethos sehr nah gewesen sei, geht natürlich auf eine andere Quelle zurück. Und das ist die Schilderung des Sachverhaltes des Todes von Epaminondas in dem Werk von Diodor von Sizilien, was aber etwas kritisch zu betrachten ist, da auch die Schlachtbeschreibung der Schlacht von Leuktra bei Diodor nicht so ganz nachvollziehbar ist und von anderen Quellen abweicht. Aber dieser Kriegerethos oder diese, ich sage jetzt fast schon so, diese epische Kriegergeschichte des Epaminondas wird bei Diodor das erste und einzige Mal geschildert und ist dann sozusagen die Basis für die ganze Rezeption, wenn wir uns mit Epaminondas und dem Verlust oder dem Nachfragen seines Schildes beschäftigen. Und da schreibt oder überliefert uns Diodor folgende Episode: Epaminondas wurde zwar noch lebend ins Lager zurückgebracht, doch als die herbeigerufenen Ärzte seinen sofortigen Tod in Aussicht stellten, sobald man die Spitze des Speeres aus der Brust entfernen würde, führte er selbst mit äußerstem Mut das Ende herbei. Zuvor ließ er seinen Waffenträger kommen, um ihn zu fragen, ob er den Schild gerettet habe. Als dieser bejahte,
und den Schild vor seinen Augen aufstellte, wollte Epaminondas ferner wissen, welche der beiden Parteien denn den Sieg errungen habe. Und das ist natürlich eine Top-Quelle, sage ich jetzt mal so, wenn es vielleicht auch nicht darum geht, was während der Schlacht von Mantinea, wir reden ja jetzt hier nicht mehr über die Schlacht von Leuktra, sondern über die Schlacht von Mantinea, wo Epaminondas denn später verstarb, reden, aber über das Bild des Diodor, welches er dort bedienen möchte. Und da gehört es natürlich zu diesem Kriegerethos des antiken Griechenlands, wo natürlich, sage ich jetzt mal so, jeder Krieger, der solch einen Text gelesen hat, wohlwollend nickte oder das als ganz dramatische Szene empfunden hat, dass auch Epaminondas zuerst nach seinem Schild fragte und dann erst, welche Partei eigentlich die Schlacht von Mantinea gewonnen hat. Und das verdeutlicht natürlich jetzt hier Diodor von Sizilien noch einmal ganz deutlich, dass hier natürlich der Verlust des Schildes während der Schlacht und dann auch im Anblick des Todes für den antiken Menschen oder besser gesagt für den antiken Krieger eine sehr große Frage darstellte, dass man wirklich dieses Kriegerideal am Ende erfüllt hat. Und dieses Kriegerideal oder diese Rezeption dieses Kriegerideals, seinen Schild nicht zu verlieren, spiegelt sich natürlich auch über die Jahrhunderte hinweg bei vielen anderen Geschichten wieder und natürlich dann auch in der Rezeption in der Kunst, wenn es um die Darstellung der historischen Szenen in neueren Gemälden geht. Hier zum Beispiel ein Gemälde von Isaac Walraven, ein Amsterdamer Künstler, mit dem Titel Der Tod des Epaminondas. Und hier sieht man auch wieder dasselbe Bild, wie es Diodor beschreibt, dass der Schildträger kommt und Epaminondas seinen Schild zeigt und die Ärzte stehen umher und er hat dann auch noch dann einen Boten, das ist die Hauptfigur, die vor dem Krankenbett oder Sterbebett von Epaminondas steht, die ihm dann von der Botschaft berichtet, dass er die Schlacht gewonnen habe, aber erst nachdem er erfahren hat, dass er sein Schild dabei hat, wenn man Diodor von Sizilien folgt. Und das natürlich auch in anderen Grafiken, denn hier aus einem Geschichtsatlas der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo wir auch wieder die ähnliche Szene haben. Man macht sogar den Vorhang seines Feldherrenzeltes auf, damit er wahrscheinlich nochmal einen Blick auf das Schlachtfeld haben kann und seinen errungenen Sieg selbst in Augenschein nehmen kann. Und vor ihm weinend den Kopf auf die Hand und den Schild gelegt, seinen Schildträger, der ihm noch kurz vor seinem Tod ihm den Schild zeigt, dass er einfach dieses Kriegerideal erfüllt hat und seinen Schild vom Schlachtfeld gerettet hat. Und diesen ganzen Sachverhalt, den fand ich einfach sehr, sehr spannend, wenn wir das vor der Szene des Spiels Assassin's Creed Odyssey betrachten. Und musste auch immer so ein bisschen drüber schmunzeln, wenn ich das gesehen habe, dass gerade der Spartanerkönig Leonidas gleich zu Beginn der Schlacht an den Thermopylen sein Schild wie eine Frisbee gegen einen Perser wirft und dann ohne Schild weiterkämpft. Ist natürlich kein Verbrechen für einen Spartiaten, ohne Schild weiterzukämpfen. Leonidas hat natürlich am Ende auch nicht das Weite gesucht und ist bereits, ich glaube, zum Anfang oder des mittleren Verlaufes der Schlacht an den Thermopylen gefallen. Seine Spartiaten haben dann sogar einige Tage um den Leichnam des Leonidas gekämpft, um wieder auf dem Schlachtfeld an die Stelle zu kommen, wo er lag, und den Leichnam zu bergen, weil sie ihn nicht in Feindeshand wissen wollten. Und diesen gesamten Kontext, den fand ich einfach grandios und auch in dem Maße, das hier mal so vorzustellen, weswegen ich euch das heute gezeigt habe. In diesem Zusammenhang möchte ich euch auch sagen, dass ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, werde ich unten in der Videobeschreibung noch ein bisschen Literatur mitgeben, wo ihr euch weiter in das Thema einlesen könnt und auch generell zu Hopliten und der Schlacht von Leuktra, Mantinea. Mit einigen Themen werden wir in kommenden Videos noch mal näher in Berührung kommen. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, und jetzt kann ich das allererste Mal sagen, wenn ihr einen Like da lässt für das Video oder vielleicht sogar den Channel abonniert oder die Glocke. Ich weiß nicht, wo das hier alles ist, das muss ich noch herausfinden. Und ganz zum Ende noch, falls ihr noch andere spannende Szenen aus Computerspielen kennt,
die mal besprochen werden sollten oder wo ihr selber wissen wollt, wie weit ist das eigentlich von der Vergangenheit entfernt oder so wie wir uns heute die Vergangenheit vorstellen, das ist ja immer ganz wichtig zu sagen. Schreibt das bitte einfach in die Kommentare. Ich freue mich da auf eine rege Diskussion und vielleicht ergeben sich da ja spannende Themen, die man mal in einem separaten Video in Angriff nehmen kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, auf bis bald und ja, ich freue mich auf euch und euer Feedback. Thank you.